meine Aufgaben. Wenn Sie Informationen zum Status Ihrer aktuellen Aufgaben wünschen, gehen Sie einfach zum gewünschten Symbol und ich werde Sie informieren. Okay, Ausgang. Ja, bevor Sie gehen, habe ich noch eine letzte wichtige Warnung. Diese Arbeit ist vertraulich. Sie können niemandem Ihren Status als Hexenjäger oder die damit verbundenen Aufgaben verraten. In den Augen Ihrer Kollegen besteht Ihre Arbeit darin, als System- und Datenbankberater zu fungieren. Was? Zu Ihrer eigenen Sicherheit hoffe ich, dass Sie dieses Geheimnis nicht preisgeben. Bis bald, Sir. Yay. Hey, Hu. Hey, haben Sie sich schon im System angemeldet? Der Computer ist ein bisschen alt. Darum haben Sie vermutlich veraltete Software, aber für die Grundlagen sollte es gut genug sein. Haben Sie herausgefunden, was Ihre Aufgaben sind? Ja, ein paar bestimmte Aufgaben, wenn man Töten als Aufgabe bezeichnen kann. Töten? Sie müssen jemanden töten? Nein, nein, nein! Zeit! Töten. Oh, Sie sehen, ich sehe, Sie haben den Dreh schon raus. Sie denken jetzt schon ans Faulenzen, nicht wahr? Ja, naja, eigentlich bin ich von diesem Job immer noch nicht überzeugt. Oh, warum nicht? Hier in der Großstadt ist alles viel schneller und einfach anders. Ich dachte mir, ich sollte besser in die Vorstadt zurückkehren. Man braucht etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Mann. Machen Sie sich keine Sorgen. Und wir können Ihnen jederzeit helfen, wenn Sie es brauchen. Schauen Sie, wenn Sie sich wirklich gestresst fühlen, dann entspannen Sie sich in der Kantine im ersten Stock. Essen Sie einen Snack und ruhen Sie sich eine Weile aus. Gehen Sie es ruhig an. Es ist Ihr erster Tag. Ja. Und du? Hallo? Okay. Was habe ich denn noch Schönes? Kann ich noch? Nein. Ich kann mir ein Sandwich machen in der Kantine. Das tun wir dann auch erstmal. Kantine. Er ist weg. Oh, nein, er ist nicht weg, aber hier ist noch jemand Neues. Erstmal mache ich mir mein Sandwich. Soll ich ein Käsesandwich machen? Ja. Bitte. Oh, jetzt ein Käsesandwich. Sie haben ein Käsesandwich erhalten. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Toll. Ansehen. Stellt eine moderate Menge an Gesundheit wieder her. Aber uns geht's ja sehr gut. Hallo, mein Name ist Pasternak. Pasternak, weinen Sie normalerweise unter der Dusche? Das ist eine komische Frage. Was? Hm? Nicht wirklich, nein. Ich tue das ständig. Oh, nun, das tut mir leid. Mein Name ist Malone. Nett, Sie kennenzulernen. Leben Sie allein? Ich wohne bei meinen Eltern. Hm. Nun, das habe ich zumindest. Jetzt muss ich hier in der Hauptstadt eine Wohnung finden. Köstlich. Hm? Der Kaffee? Nein. Okay, also bis später. Sie merkwürdige Frau. Gut, ich habe mein Käsesandwich. Wenn ich jetzt nochmal in die 2 gehe, sehe ich da dann mehr? Gibt es hier jetzt Licht? Nö. Okay. Bibliothek ist in der 7. Dann gehen wir da doch mal hin. Yay. Also, das Sintra-KI-Roboter-Ding hat gesagt, dass dieses Hexenhammerbuch irgendwo in der Bibliothek ist. Ein Buch zu holen sollte nicht zu gefährlich sein, oder? Ich musste noch nie zuvor Angst haben, in eine Bibliothek zu gehen. Aber hier ist alles anders. Ist das Blut? Auf dem Monitor steht, jeder, der ein Buch aus der Bibliothek ausleihen möchte, muss eine Kopie des Formulars R301 vorlegen, in der alle relevanten Daten ausgefüllt sind und welche mit dem Referenzcode von Sintra Corp beglaubigt ist. Alle Informationen sind im Archiv zu finden. Formular R301. Ich muss die Daten des Buches ausfüllen. Mal sehen, Titel, Erscheinungsjahr, Autor und Herausgeber. Also, ich kenne zumindest den Titel. Hexenhammer. Jetzt muss ich den Rest der Informationen im Archiv finden. Warum ist hier... Jemand hat dieses Gemälde in Fetzen gerissen. Auf der Plakette steht, zu Ehren der gesegneten Jungfrau A.M. Archiv. Aber erstmal. Ich sehe nichts Nützliches. Ein Schokoriegel. Oh, Schokolade. Leer.
Und der Notausgang geht wie immer nicht. Und da wird's. Achso, da ist eh Ende. Okay, ich wollte gerade sagen, da wird's dunkel, da geht er eh nicht hin. Archiv. Möchte ich das Licht anmachen? Es ist hell! Warum kommt jetzt Gruselmusik? Hier ist ein Brief, darin steht: Zu diesem Thema kann ich Ihnen nur das Wenige erzählen, was ich entdeckt habe. Sie nennen sie Hexenpapiere und man erkennt sie an dem Schlangenwasserzeichen. Gerüchten zufolge sind sie verflucht, aber sie bieten trotzdem viele Vorteile. Einer der häufigsten ist die Fähigkeit, eine Seele abzulichten. Indem man eine Seele ablichtet bzw. fotokopiert, wird der Geist gespeichert. Sollten Sie dies tun, bevor Sie sterben, werden Sie an dem Augenblick wieder erscheinen, an dem Sie die Kopie gefertigt haben. Also, als ich vorhin mein Gesicht auf dem Hexenpapier abgelichtet habe, hat es mich gespeichert? Das scheint sehr nützlich zu sein. Ein Fotokopierer, aber er hat keine Tinte mehr. Ich muss die Tintenpatrone ersetzen, bevor ich ihn benutzen kann. Ui, Entschuldigung. Tintenpatrone. Nutzen. Und einmal fotokopieren, bitte. Seele abgelichtet. Okay. Leer. Ein Blatt Hexenpapier, vielen Dank. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Leer. Wie viel Papier? Eins habe ich. Okay. Oh, ich hasse Spiele, wo man nur eine bestimmte Anzahl von Malen speichern kann. Autorin. Rollarchivraum. Erscheinungsjahre. Tonkassettenraum. Herausgeber. Kistenlagerraum. Ein Bleistift. Hier ist nichts. Wasser. Oh, Wasser. Oh, ich liebe Wasser. Prost. Vielleicht sollte ich noch mehr Wasser in den Mund nehmen. Leer. Da sind schwarze Spuren auf dem Fußboden. Es sieht aus, als hätte jemand diesen Schrank bewegt. Sieht wie ein mit Blut geschriebenes Dreieck aus. Sie haben eine Tintenpatrone erhalten. Was? Ich wollte da nicht rein. Danke auch, aber ich wollte da nicht rein. Okay, ich glaube, ich sollte mir das aufschreiben. Also wir hatten ein Dreieck. Jetzt haben wir ein Viereck. Oh, Licht! Das sieht wie ein mit Blut geschriebenes Viereck aus. Leer. Er hat sich mit seiner Krawatte erhängt. Ich könnte sie losbinden, denke ich, aber von hier aus komme ich nicht ran. Da ist nichts. Und leer. Da oben gäbe es eine Leiter. Ein Sicherungskasten. Eine Sicherung fehlt. Ich glaube, da oben ist eine Leiter, aber von hier aus komme ich nicht heran. Okay. Ach ja, der Bleistift. Ein sehr scharfer und spitzer Bleistift. Hier ist ein Brief. Er lautet: Heutzutage ist alles computerisiert. Niemand arbeitet mehr am Archiv. Ich habe den alten Eulenmann seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit damals ist das hier kein sicherer Ort mehr. Niemand glaubt mir, aber ich habe etwas Böses die Regalreihen durchstreifen sehen. Was? Unwichtige Dokumente. Sind unwichtig. Eine Notiz, die lautet: Ja, ich habe es an einer Leiche gefunden. Unvorstellbar, was manche Leute so alles in ihren Aktentaschen haben. Es gibt so viele Ordner, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, da ist dunkel. Ja, ich gehe da nicht dazwischen. Warte mal, aber ich gehe hier dazwischen? Aha. Hallo. Oh, noch eine Leiche. Geh doch nicht einfach hin. Ich war das nicht.
Was ist das? Ein Blatt Hexenpapier. Und eine Kopie vom Formular R301. Moment. Hexenhammer? Sie hat nach demselben Buch gesucht wie ich? Autor A2. Nichts Neues, nur eine Notiz über die Autorenabteilung. A2. Sie ist tot. Vielleicht sollte ich mir ihre Aktentasche mal ansehen. A2. Da komme ich auch ran, ja. Den kann ich nicht bewegen. Okay. Es gibt so viele Ordner, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach Quatsch, A2 ist ja hier drüben. Das ist ja AV. A2 ist hier drüben. Also, V ist ja 5 dann schon. So, A2. Hier ist ein alter Ordner. Das sieht wie eine Art Rätsel aus. Vielleicht führt es mich zu einem anderen Regal. Wir haben einen... einen siebenzackigen Stern. Oh Gott, kriege ich das hin? Einen siebenzackigen Stern und ein Alpha. Ja, das ist das schönste Alpha, das die Welt je gesehen hat. Ich habe das aber natürlich nicht hier, ne? Oh, warte mal. Ansehen. Ein siebenzackiger Stern und ein Alpha. Hier ist ein Ordner, der so alt ist, dass er zerfällt. Nur eine einzige Sache ist darin. B1? Würde ich jetzt sagen. Wir haben hinten das F. A, A, B, C, D, E, F. Und 1, 2, 3, 4, 5. B1 wäre es ja dann. Aber da muss ich dann da vorbei. Ne, B1 ist hier. Ich hoffe, das ist der letzte. Was? Oben? Da. Ja, das habe ich schon von Weitem gesehen. Ja, da komme ich nicht ran. Oder vielleicht, wenn ich es rumfahren lasse. Nein. Hier schon? Nein, da komme ich noch nicht durch. Aber jetzt müsste ich durchkommen. Ich glaube nämlich, die Dinger da dürfen mich nicht sehen. Oh Gott, da geht es auch noch hoch. Syntracorp Resurrects. Eine Ausgabe der Unternehmenszeitschrift von 1973. Der Leitartikel zeigt ein Bild von Syntra und lautet: Syntracorp kehrt mit ihrem neuen Entwicklungsplan für Robotik und Computing zurück. Aha. Ich glaube mal, diese Augen da dürfen mich halt nicht sehen. Aha. Nein, nein, nein. Vergiss es. Da gehe ich nicht hin. Halskuscheln. Da komme ich aber nicht lang, ne? Nein, ich muss tatsächlich da oben lang. Okay. Ich möchte bitte vorher speichern. Wobei, ich habe nur ein Blatt, ne? Nein, ich habe zwei Blätter. Ich möchte speichern. Mhm.
einen Pappkarton. Sehr schön. Da ist nichts Interessantes. Schade. Sieht, wer mit Blut geschrieben ist. Schon wieder ein Dreieck. Okay. Da ist nichts Interessantes. Und was ist das hier? Ich sollte die Regale verschieben, bevor ich darunter klettere, damit ich an die Akte herankomme. Ich könnte schwören, dass sich da etwas bewegt hat. Ja. Schön. Ich da extra hingucken muss für. So. Wehe, Spindchen. Sei artig. Autoren. H. Kramer und J. Sprenger. Das müssen die Autoren des Hexenhammers sein. Ich trage sie in das Formular ein. Kramer, Sprenger. Ich weiß, da geht es noch irgendwo hin. Ich will es aber gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Nicht, solange ich nicht muss. Kramer und Sprenger, das haben wir schon mal. Aha. Warte mal. Dreieck, Viereck, Dreieck. Hätten wir hier. Huch! Aber die Dreiecke waren beide nach oben zeigend. Das ist dann vielleicht eher das hier. Dreieck, Dreieck, Viereck. Ja, müsste eher das hier sein. Also in Reihe 3 das zweite. Die Kassetten sind mit Symbolen beschriftet, aber die sagen mir nichts. Ja, ja. Achso, nein. Ein zweiter muss ich noch. Viereck, Dreieck, Dreieck. Das sollte das richtige Regal sein. Ich schaue mir mal die Hüllen an. Bingo! Auf dem hier steht Hexenhammer. Haben wir das jetzt? Ah! Ein Tonband zum Abhören. Ist ein Kassettenspieler erforderlich? Noch ein Bleistift. Okay, noch ein Bleistift. Leer. Nichts. Nichts. Ein Blatt Papier. Nichts. Ein Kassettenspieler. Haben Sie zufällig einen Kassettenspieler dabei? Was? Nein. Ich speichere doch nicht schon wieder. Oh, ich habe nur noch ein Blatt. Das war vielleicht nicht so clever. Egal. So, jetzt muss ich da hoch wahrscheinlich, ob ich will oder nicht. Ich brauche einen Kassettenspieler. Und... hier habe ich es. Ja, damit ich das ja finde. Und dann brauche ich auch noch den Publisher. Nichts. Eine Scheibe Brot.